Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zockt Ghost Recon Wildlands. Und ja, was ihr da gerade seht, ist definitiv der Zeitraffer. Denn ich dachte mir, ich will jetzt nicht mit euch durchgehen, wie ihr im Detail die einzelnen Charaktere quasi durchgestalten könnt. Ich habe gerade frisch angefangen. Ihr seht oben rechts mal wieder das Blinken für eine neue Benachrichtigung. Das einzige Ding, was mich wirklich über Dauer schon stört, weil es wirklich im Game später, wir werden es sehen, auch die ganze Zeit quasi nicht zur Ruhe kommt. Wir haben in der Lobby die Möglichkeit, ein Spiel zu starten, sei es ein schnelles Match oder ein individualisiertes. Dann haben wir den Fortschritt, da ist gerade noch nichts zu sehen, und dann haben wir eben die Ausrüstung. Ich stelle mir jetzt gerade meinen Standardkämpfer ein. Wir haben etliche unterschiedliche Klassen. Das hier ist eben der Basischarakter. Da kann man dann auch alle möglichen Accessoires aufbauen, und ja, die Customization, die kennen wir ja effektiv alle eigentlich schon vom anderen Teil, beziehungsweise vom Hauptmatch. Und hier kann man dann eben noch so Sachen wie das Headset für den Speer und so weiter mit rein basteln. Ja, da haben wir jetzt unsere riesige Waffenauswahl. Ihr habt es gerade schon gesehen, das sind drei Waffen. Einmal eine, die ein wenig an ein Scharfschützengewehr erinnert, und dann eben Gewehre. Ja, und dann starten wir doch mal einfach mit einem Match. Der unendliche Weltraum. Nein. Der unendliche Ladebildschirm. Wann ist es endlich soweit? Oh, da. Und da habt ihr es schon gerade gesehen, links war so ein kleiner Tree an Klassen, die man sich aussuchen kann. Eben Sturm, Infanterist, Sturm, Präzisionsschütze, Unterstützung und eben die Basic-Klasse. Ich glaube, das war's, wenn ich es gerade nicht komplett falsch vergeigt habe. Aber ihr seht, bei uns sind alle mit der Basic-Klasse unterwegs. Liegt daran, dass aktuell eben noch alle auf Stufe 1, höchstens vielleicht mal 5, 6 sind. Aber viel weiter sind eben alle noch nicht gekommen. Es ist gerade mal eine Stunde seit Start der Beta vergangen gewesen. Also dieses Video ist jetzt schon ein paar Tage älter. Und ihr seht, es ist dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr eventuell auch so auf Call of Duty oder sowas steht. Und wenn ihr sowas mögt, der große Vorteil ist, hier kann sich wirklich alles auf den Maps ändern. Ihr könnt bei Tag oder bei Nacht, bei Regen, bei Sturm, bei strahlendem Sonnenschein spielen. Und in der Basic-Klasse hat man natürlich eine kleine Drohne, die mit relativ begrenzter Reichweite nur ausgestattet ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Klassen, wie eben den Sniper oder den Aufklärer. Dann gibt es noch einen Mörserpiloten quasi. Der kann mit der Drohne... Oh, da sehen wir gerade einen Gegner. Ja, wenn ich ihn markiert kriegen würde, wäre es gut. Aber ich konnte jetzt nur so einen ungefähren Ping für die Leute setzen. Das ist eben ganz cool. Man kann... beziehungsweise der Ping kam nicht von mir, aber da hat jemand quasi von meinem Team mit der Drohne oder ähnlichem dann mal eben kurz von da oben aus geguckt oder mit dem Fernglas und hat dieses Ding gefunden. Und kleiner Tipp, jeder Schuss ist sichtbar, außer wenn man mit einem Schalldämpfer schießt. Auch Schritte sind sichtbar, wenn sie direkt neben einem geschehen. Wenn du nicht gerade ganz, ganz klein und ganz versteckt daherläufst, dann sieht man die andere Person. Da hinten ist einer, der schießt gerade, und deswegen ist er so gut sichtbar. Und deswegen müssen wir jetzt eigentlich gucken, wo ist der Typ? Aber er ist schon wieder weitergerannt. Oh, da hat was Bumm gemacht. Da flog eine Granate, da fliegt die nächste Granate. Und der Typ muss da irgendwo oben sein. Meine Drohne ist wieder aufgeladen. Ja, da hinten ist er. Und solange ich ihn im Sichtbereich behalte,
gibt es die Chance, dass er eben weiterhin sichtbar bleibt. Da hinten ist er. Jungs, seht ihr ihn? Ich glaube nicht, dass sie ihn sehen. Aber ich bin gerade eben noch ein bisschen schissig, weil es das erste Match ist und ich keine Ahnung habe, wie gut das Gewehr schießt. Aufklärungsturm wieder online. Okay, der Turm ist online und damit habe ich mich gezeigt. Jetzt wissen alle, hier hinten bin ich. Und, oh, jetzt bin ich unter Deckungsfeuer. Ja, jetzt bin ich markiert. Und jetzt könnte theoretisch jeder sehen, genauso wie er da hinten, wo ich jetzt genau bin. Oh, 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 da kommt aus der anderen Richtung jetzt auch noch ein Schuss. Da kommt von der nächsten Richtung der Schuss. Und Heidewitzka, hier geht's jetzt gerade ab. Da oben auf dem Turm, auf dem Berg muss er irgendwo sein. Da oben ist er. Ah, nein, wo ist er? Und ihr seht, Suppression, also Unterdeckungsfeuer. Und damit schade ich ihm effektiv. Dadurch kann er nicht mehr so gut agieren. Aber ich muss jetzt hier weg. Oh, 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 ich wurde markiert. Und meine Gesundheit regeneriert sich nicht. Da oben ist einer, der schießt. Dann versuchen wir doch mal vorsichtig an ihn ranzutreten. Entschuldigung. Aber es ist halt sau schwer, weil die sich richtig gut eingegraben haben. Und eigentlich braucht man ein Team, mit dem man kommuniziert. Ihr werdet auch, ich weiß nicht, wann es kommen wird, das Video, aber in den nächsten Tagen werde ich ein Video raushauen von einem Spiel, wo ich mit Gubi zusammengespielt habe. Das ist jetzt erst heute entstanden und wird deswegen eben erst in der Reihe hinten angegliedert werden. Und hier irgendwo oben müssen sie sein. Ich glaube, ich bin der Vorletzte. Shit, Mann am Boden! Und da sind sie. Yo. Na, ja, hier, schön. Meine Kollegen haben hier gerade versucht, einen Hinweis zu geben, wo er denn wäre. Aber ich habe ihn selber gesehen, nur ich weiß gerade nicht, wo er ist. Und ja, sagt's ruhig. Nutzt doch das Nachtsichtgerät. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Oh, da ist einer am Aufklärungsturm und damit hat er mich. Ja, ich weiß. Scheiße. So, damit bin ich sichtbar. Ich bin markiert. Ich kann jetzt nur noch rennen gerade. Und ich hoffe mal, dass ich so ein bisschen wegkomme, bevor irgendjemand weiß, wo ich bin. Aber ich bin gerade sichtbar. Die Markierung hält. Scheiße. Also laufe ich mal schnell weg hier. Oh weia, oh weia. Die Markierung muss weg. Markierung ist weg. So, jetzt bin ich erstmal wieder unsichtbar. Und wie ihr seht, der Gegner hat auch keine Sonderklassen, es sind keine Sniper dabei, es sind alle mit relativ normalen Klassen unterwegs. Und jetzt versuche ich mich hier mal so ein bisschen durchzuhangeln und versuche wieder auf die andere Seite rüberzukommen. Und mal zu schauen, dass ich eventuell vielleicht so weit hinkomme, oh scheiße, Drohne vom Gegner, dass ich es vielleicht schaffe sogar, einen meiner Jungs wieder zu reanimieren. Und ganz leise laufen, denn irgendwo werden sie sein. Irgendwo werden sie sein und sich verstecken und mir zeigen, was hier abgeht. Und es tut mir leid, es ist so scheiße dunkel. Da ist die nächste Drohne schon wieder. Ja, da hinten wird irgendwas signalisiert. Ja, das weiß ich. Da ist eben die Aufklärerdrohne und weg ist die Drohne. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie sind. Irgendwo sind sie. Und mittendrin liegen meine Jungs. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich vorsichtig bewege. Ah, muss ich mich hier auffüllen? Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Gut. Und jetzt vorsichtig hier durch. Einmal rushen.
Und hier ist irgendwas, aber kein Mensch. Ah, lauf, 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 lauf. Da sind zwei von meinen Jungs. Ich versuche mal da reinzukommen, um sie zu reanimieren. Hallo? Ah, gut. Einmal rüberklettern, heilen. So, den ersten haben wir fast fertig. So. Immerhin unentschieden können wir hinkriegen. Das ist schon mal nämlich gut. Und je mehr Leute von uns stehen, desto sicherer ist es auch, dass wir es überleben können. Hier wird geschossen. 2, 1 und 3 sind da. Das gibt mir natürlich eine Menge Punkte. Es ist natürlich nicht uneigennützig. Ihr werdet es jetzt gleich wahrscheinlich sehen. Entschuldigung, irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Da seht ihr es. Für diese Reanimationen bekomme ich jeweils Punkte. Und genauso ist das eben, wenn ich jemanden erspähe, erschieße, wenn ich den Funkturm in der Mitte starte. Jede einzelne dieser Aktionen bringt Punkte. Und je mehr Punkte man macht, desto schneller steigt man natürlich auf. Deswegen dachte ich mir, gut, okay, ich hole meine Jungs wieder ins Match rein. Nicht nur, dass es schwieriger ist, 3 Leute auszuschalten als einen. Es bringt auch mir persönlich etwas, weil ich dadurch eben aufsteigen kann. Und ich will natürlich nicht die ganze Zeit auf Stufe 1 hocken, sondern ich möchte gerne in Stufe 2, 3, 4 und so weiter. So, AK-47? Nein. G-28? Ja. Wir nehmen das Scharfschützengewehr quasi wieder. Es ist stark bewölkt und mitten in der Nacht. Also kein Mondlicht, sondern wirklich zappenduster. Jagen Sie die Feinde in der Gegend, sonst schalten Sie sie aus. So, ab nach vorne. Und hinter dem Holzstapel ist ein Stein. Gut. Und jetzt wollen wir uns doch mal hierher legen und gucken, ob ich so ein bisschen was sehen kann. Ja, ich gebe zu, es ist sehr dunkel. Aber ich sehe trotzdem ein bisschen was. Und da ist die Kaktone. Nicht sehen lassen. Er kann nicht weit. Das ist mein großer Vorteil. Drohne fliegt. Und jetzt dürfte meine Drohne gleich sichtbar sein. Da schießt einer auf meine Drohne. Da habe ich die Markierung 25 EP. Nächste Markierung, nächste Markierung. Sind alle noch am Waldeingang. Und sie wollen mir die Drohne zerstören. Aber noch wird das nichts. Alle da hinten. Aber sie zeigen sich eben auch durch diese Gewehrschüsse. Und das ist das Problem, wenn man schießt ohne Schalldämpfer. Der Feind macht Lärm. Werde beschossen. Dann sehen die Leute einen, dann wissen sie, wo man ist. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich nämlich gezeigt. Sie wissen, wo ich stecke. Und sie können jetzt, genau, sie schießen auf mich. Sie wissen ganz genau, dass ich hier bin. Ich könnte natürlich auch mit der Pistole schießen, aber die schießt natürlich nicht so weit. Die hat nicht so einen Schaden. Und wenn ich den Schalldämpfer draufpacke, das ist wieder der physikalische Fehler, den alle machen. Alle Spiele. Da wird so getan, als ob ein Schalldämpfer auf die Projektilgeschwindigkeit sich negativ auswirken würde. Hilfe. Pippi Stroller ist dem Spiel beigetreten. Auch schön. Ja, da ist wieder der große Fehler. Eigentlich ist es so, dass eben ein Schalldämpfer sich sogar positiv auf die Flugeigenschaften und die Durchschlagskraft auswirken kann, weil der Lauf ja länger wird. Aber offiziell wird das in Spielen gerne negativ behandelt. Nein, ich gebe jetzt keine Nachhilfe in Sachen Physik, aber nur für euch mal so als Info, es ist Blödsinn. Oh, Postmigration und wir sind wieder da. Wir sind nur noch zu zweit. Mann, was ist hier los? Da ist einer. Oh, oh, oh. Mein Kumpel liegt vor mir. Ich
versuche mich mal so ein bisschen zur Seite zu schleichen. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin und wo mein Kumpel ist. Aber die Drohne kann das schnell ändern. Der Feind macht Lärm. Und der Feind weiß scheinbar, wo Scheiße, mein Mitspieler ist. Oh. Das sieht übel aus. Ich kriege gerade Backenfutter. Aber mein Mitspieler lebt auch noch. Noch sind wir nicht ausgeschieden. Ah, da bin ich ausgeschieden. Mein Mitspieler ist noch da. Und er bewegt sich kaum. Oh, er ist markiert worden. Jetzt heißt es entweder schnell laufen oder gut verstecken irgendwo. Und sie wissen ganz genau, dass er irgendwo in der Hütte jetzt sein muss. Die Markierung hält nämlich noch an. Die wissen haargenau, wo er ist. Oh, oh. Ja, irgendwo von einer Seite kommen sie jetzt gerade. Ja, gut, von der einen Seite kommen sie, von der anderen Seite kommen sie, das war's. Das konnte nicht gut gehen. Die haben sich abgesprochen, das war perfekt gemacht. Chapeau. Okay. Ich gehe mal wieder zurück, denn wir haben dieses Spiel quasi verloren, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Und jetzt suche ich mir was Neues. Nicht wundern, der Schnitt war etwas härter. Aber wir sind jetzt zu zweit. Ja, Gubi ist schon ein paar Stufen über mir. Und wir sind im Steinbruch, wieder mal eine dieser Maps, die ein bisschen härter werden kann, weil sie sehr, sehr klein und sehr, sehr eng ist. Es ist klarer Himmel, es ist mittags, es heißt, ihr werdet alles sehen. Und genau darum geht's. Wir sehen jetzt eben komplett alles. Da seht ihr dieses blöde Ding, was ich so nervig finde. Das Benachrichtigungscenter geht einem nämlich zwischenzeitlich wirklich auf den Senkel. Also das könnte man gerne noch etwas dezenter machen, dass irgendwie nur eben dieser Left Stick da quasi oben pulsiert und das war's. Aber ich glaube, das ist schon so gewollt, dass es eben sehr diskret und dezenter quasi erscheint. Und wann startet die Partie jetzt endlich? Ich habe jetzt mal weggeschnitten, weil wir ansonsten noch ewig lange gewartet hätten. Jetzt kommt die Hostmigration einfach und danach soll es hoffentlich starten, denn scheinbar ist da irgendjemand aus Versehen rausgeflogen. So, da haben wir den Infanteristen wieder. Hier könnte man theoretisch aussteigen, da seht ihr es. Der Sniper ist von einem aus unserem Team belegt und Gubi und ich wählen den Infanteristen, also die ganz, ganz einfache Standardklasse. Ja, ab geht's, los geht's. Der Sniper wird sich garantiert auf eine exponierte Position, also erhobene Position begeben. Einmal kurz zeigen, wie ich mich denn hübsch gemacht habe für den Gubi. Und jetzt geht's ab nach vorne. Genau, wie ich es vermutet habe, der Sniper rennt hoch auf das Förderband. Und der Gubi rennt ein bisschen vor, zwischen den Hütten entlang. Und dann wollen wir doch mal gucken, dass wir uns hier irgendwie hinbegeben. Ah, einmal auf das nächste Förderband hochrennen. Vielleicht kann ich von hier aus ja schon was sehen gleich. Da startet der Gubi seine Drohne nach oben. Und genau das werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch mal machen. Die Drohne ist oben. Und wo sind die Jungs? Noch sehe ich kein Schwein.
Und ihr seht, die Reichweite der Drohne, die ist einfach nicht so dolle. Es gibt eben aber auch diesen Aufklärer und den Mörserpiloten. Da ist das Ganze ein bisschen besser von der Batterielaufzeit bzw. der Reichweite. Und ja, beim Aufklärer ist das eben wahnsinnig gut. Nur hier seht ihr einfach, die Batterielaufzeit ist grottenschlimm beim einfachen Infanteristen. Der ist eben eher auf Feuerkraft dann ausgelegt. Und vielleicht ein bisschen bessere Präzision. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Oh, hier hänge ich. Vielleicht hätte ich klettern sollen. Ah, war da gerade ein Geräusch? Noch keinen gefunden. Ist jetzt die Frage, verstecken die sich bei sich hinten in den Hütten oder wo stecken die? Okay. Da haben wir die Aufklärungsstation. Einen haben wir gefunden, aber den kriege ich nicht. So, das heißt, wir können jetzt natürlich die rauslocken, damit, dass ich diesen Turm benutze. Und jetzt kriegen alle die Info. Da ist einer am Turm. Und jetzt muss ich schnell weg hier. Und jetzt wissen wir natürlich, wo sie sind. Und da hinten ist ein Tank. Also ein, ja, ein sehr, sehr, sehr intensiver Gegenspieler. Sehr gut gepolstert. Und da wollte er ihn gerade noch retten. Haha, hat aber nicht sollen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich den einen getroffen? Hat es Punkte gebracht? Also, wenn ich ihn getroffen haben sollte, dann hat es Punkte gebracht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Na, nee, scheint nicht der Fall gewesen zu sein, denn Gubi hat riesig Punkte gekriegt. Das heißt, der wird die wohl ausgeschaltet haben. Gut, jetzt sind wir 4 gegen 4 und das ist ja eigentlich das, wie das Spiel funktioniert. Und eigentlich wählt man eben in unterschiedlichen Klassen, dass der Infanterist wirklich nur eine Sonderklasse ist, die für Einsteiger oder eben wenn alle Lieblingsklassen belegt sind, wie bei Rainbow Six Siege, dass man den dann wählen kann. Bei Rainbow Six ist das, wenn ich es richtig mit im Kopf habe, ja auch so, dass man da eben nur die Sonderklasse einmal pro Mannschaft wählen kann. Okay. Jetzt noch einen Augenblick, dann geht's los. Wir starten von der anderen Seite. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie das ausgeht. Ja, und wer wirft denn da Granaten? Okay. Ja, für den Fall, oh, kehren Sie zurück in den Einsatzbereich. Okay. Für den Fall, dass ihr dieses Spiel auf der Xbox One zocken werdet. Ja, da bin ich. Ja, würde ich gerne mit euch. Aber dafür muss ich natürlich wissen, ob ihr das auch zockt. Krone fliegt. Und im Zweifel schreibt mir einfach euren Gamertag unten mal in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht bei Xbox Live. Da freue ich mich dann riesig über Spielgefährten, wenn ihr denn mitspielen möchtet. Da ist einer, liegt oben auf dem Berg. Den kann man gerade richtig schön damit pingen. Der Gubi, der schleicht sich gerade da unten lang. Oh, und da war es das. Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass sie auf die Drohne schießen und somit dann sich etwas zeigen. Denn das ist eigentlich das Schöne. Wenn diese Drohne kommt, dann passiert es gut und gerne mal, dass die Leute direkt darauf feuern, ohne drüber nachzudenken und eben dieses Ding da vom Himmel runterzuholen. Nein.
Ja, genau. Der Feind macht Lärm und das ist genau das, worauf wir warten. Da oben hockt einer. Ja. Sie wissen, wo ich bin, aber das hilft ihnen ja nicht, weil ich relativ weit weg stehe. Das Einzige, was sie machen könnten, wäre eben auf die Ölfässer neben mir zu schießen. Damit würden sie mich sofort aus dem Leben reißen, aber das muss man erstmal drauf haben. Beziehungsweise diese Distanzschüsse sind das, was schwierig ist. Oh, und da sind sie schon vorgedrungen. Von meinen Jungs liegen zwei. Da oben liegt einer. Der ist weg. Und das ist ein ganz normaler Gegner. Und ja, wir sind 2-1. Der muss irgendwo sein, aber ich habe keine Ahnung. Und Pur Sausage und ich können nicht miteinander reden. Der Gubi... Ah! Oh, 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 oh. Da kommt Tatum Stancer. Und er versteckt sich wieder. Gut, Pur Sausage versucht es scheinbar nochmal, ihn zu reanimieren da oben. Und ich versuche mit meinen Schüssen eben Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Es kann auch helfen, einfach so ein bisschen die Aggro quasi von seinem Mitspieler wegzunehmen, denn somit weiß er nicht unbedingt, was hier gerade geschieht. Und ja, da ist er wieder unterwegs, aber das hilft ihm jetzt natürlich nicht, weil wir wieder 4-1 stehen. Und bei 4-1 ist es schwierig, jetzt sind wir 3-1, aber keine Chance. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in Ghost War gegeben. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da demnächst häufiger sehen. Das ist jetzt eben noch die Beta und ja, dann sehen wir uns doch einfach in der kommenden Folge wieder. Ich werde mal gucken, dass ich die irgendwie dazwischen schiebe. Bei Rocket League bleibt ja relativ genug Zeit dann noch eben auch für anderen Kram. Macht's gut, bis bald, ciao, euer Juppie.